Herzlich willkommen bei mir auf dem Hof Adlerzart. Meine Betriebszweige sind Mutterkuhhaltung. Ich habe eine reinrassige Limousin-Mutterkuhherde. Ich mache etwas weniges Weidepoulet. Ich habe Ackerbau, ich mache ein wenig Mais. Und der neueste Betriebszweig, Agroforst. In diesem Video möchte ich euch erzählen, wie und warum wir das Agroforst-System auf unserem Betrieb eingeführt haben. Der Förderpreis Agroforst ist Teil des Entwicklungsschwerpunkts Klima vom Kanton Aargau. Beim Förderpreis hat die Jury 5 Gewinnerbetriebe ausgewählt, die ganz unterschiedliche Projekte umsetzen. Im Fokus stehen Bodenfruchtbarkeit, Ertragssicherung, Tiergesundheit, das Tierwohl und Biodiversität. Meine Initialzündung betreffend Agroforst fand vor 3 Jahren statt. Ich habe da angefangen, Holzhecksschnitzel in den Tiefstrohbereich der Kälber einzuarbeiten, mit dem Ziel, die Hofdünger aufzuwerten. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass die Tiere begannen, an den Schnitzel rumzukauen. Das hieß dann für mich, scheinbar ist da ein Bedarf da, weil die Tiere wissen ja instinktiv, was ihnen gut tut. Ich begann mich dann vertieft mit der Thematik Agroforst auseinanderzusetzen. Agroforst ist ein Systemwechsel. Man braucht Zeit und Geduld und man braucht sich auch sehr viel neues Wissen anzueignen. Welche Systeme gibt es? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Am meisten Zeit in Beanspruchung genommen hat sicher der Punkt, welche Gehölze pflanze ich auf meinen Parzellen. Da geht es um Klimaansprüche der Gehölze, um Bodenansprüche. Es geht um die Nährwerte betreffend der Thematik Fütterung. Weiter, wie lege ich die Anlage an? Wann pflanze ich einreihig, wann pflanze ich zweireihig? Wann integriere ich einen Hochstammbaum? Ich arbeite mit ungefähr 20 verschiedenen Gehölzen. Vielfalt ist mir da sehr wichtig, weil jedes Gehölz hat andere Stärken. Ich habe zum Beispiel eine Hasel, eine Rotbuche, eine Hainbuche. Die machen eine Symbiose mit Bodenpilzen. Diverse Laubbäume mit einem mächtigen Herzwurzelsystem, das den Boden tief und in alle Richtungen stark durchwurzelt. Eberesche, Vogelkirsche ist eine gute Medizin gegenüber Parasiten. Meine Anlage habe ich in Streifen angelegt und zwischen den Streifen habe ich Wiesland mit einer Streifenbreite von 24 Meter. Ich arbeite mit verschiedenen Bewirtschaftungstypen. Hier sieht man zum Beispiel eine zweireihige Stockhecke. Hier handelt es sich zum Beispiel um Weiden. Die Ertragsabsicht ist hier einerseits mal Laubfutter und andererseits auch Holzgewinnung in Form von Holzhäcksel, welche sich dann in die betrieblichen Kreisläufe integriere. In regelmäßigen Abständen setze ich eine Seite auf den Stock. Also ich schneide unten durch die Gehölze ab und habe somit immer noch eine Gehölzreihe, die bestehen bleibt. Die Weide eignet sich sehr gut an die Standortgegebenheiten hier und ist eine Pflanze mit guten Futterwerten und ist auch eine gute Medizin für die Tiere. In meine Anlage habe ich auch Hochstammbäume integriert, Laubholzbäume und Obstbäume. Das Rind ist ein Wald- und Steppentier. Es fühlt sich wohl im Gehölz und es frisst auch einen bestimmten Anteil an Gehölz. Meiner Meinung nach gehört das zu einer artgerechten Ernährung. Deshalb habe ich Futterhecken in mein System integriert. Laub ist als Futtermittel nicht zu unterschätzen. Die Gehalte sind oftmals sehr ähnlich wie gutes Wiesenheu. Und unübertroffen sind die Gehalte an Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. Ein weiterer Punkt waren die positiven klimatischen Effekte. Das kann zum Beispiel sein, mehr Schattenbildung, weniger Temperaturschwankungen in der Anlage drin.
Vorbereitend zur Pflanzung lege ich Gründüngungsstreifen an. Vor der Pflanzung wird dann die Gründüngung gemulcht und ich sehe eine Wiesenmischung ein. Die Pflanzlöcher für die Sträucher, die machen wir von Hand. Und die Löcher für die Hochstammbäume werden mit einem Bagger gemacht. Nach der Pflanzung bringen wir Schutzmaßnahmen an. Also wir befestigen mal den Baum und schützen ihn so vor dem Wind. Mit meiner Anlage möchte ich ein resilientes System aufbauen. Konkret heißt das für mich mehr Tierwohl, mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Ich erwarte nicht mehr Erträge, sondern ich erwarte stabilere Erträge über die Jahre hinweg gesehen. Seit 3 Jahren beschäftige ich mich nun mit Agroforst und ich bin fasziniert, wie gut sich diese Thematik in meine bestehenden Betriebszweige integriert.